Bing. Bing. Raffi, was machst du da? Ich probiere meinen Abschlag aus. Warum Abschlag? Raffi, wir haben jetzt Online-Kiko. Hallo, eine Runde Golfen und so. Bing. Das kannst du heute Mittag noch machen. Ah. Die Kids sind schon ja. da. Hi Kids, schön, dass ihr wieder da seid. Heute Sonntagmorgen, Online-Kiko-Zeit. Cool, dass du reingeklickt hast. Genau, und Raffi, bittest du noch mit uns? Auf und jeden dann Fall. Geht's los. Ja. Danke, Jesus, dass heute Sonntag ist, dass wieder Sonntagmorgen ist und dass wir Online-Kindergottesdienst feiern dürfen. Danke, Jesus, für alle Leute, die irgendwie mitmachen. Und danke jetzt für jedes Wohnzimmer, jedes Kinderzimmer, egal wo jetzt der Online-Kio geschaut wird, dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Amen. Amen. Und jetzt, guck mal, was man mit dem Baseballschläger auch machen kann. Gitarre spielen, Luftgitarre, sehr cool. Aha. Also, jetzt geht's los mit Worship. Los geht's. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie.
von dem die Bibel uns erzählt. Es ist Gott, der Vergebung hält. Wer ist der, von dem die Bibel uns erzählt? Es ist Gott, der Vergebung hält. Ausgelöscht ist meine Schuld, wie weggradiert, weil Gott mich so sehr liebt. Und ich möchte dir verzeihen, vergeben kann ich, weil er mir vergibt. Oh, wir sind Helden, wir wollen anderen verzeihen. Oh, Vergebungshelden, mit Gottes Hilfe können wir. Vergeben, wenn andere tun, was mir nicht gefällt. Es kann schwierig sein, doch ich bin ein Vergebungsheld. Bist du dabei, frag ich die Kinder hier im Zelt. Dann rufe laut, ich bin ein Vergebungsheld. Ausgelöscht ist meine Schuld, wie wegradiert, weil Gott mich so sehr liebt. Und ich möchte dir verzeihen, vergeben kann ich, weil er mich vergibt. Oh, wir sind Helden, wir wollen anderen verzeihen. Oh, vergib uns Helden, mit Gottes Hilfe können wir das. Weil Gott mich so sehr liebt. Und ich möchte dir verzeihen, vergeben kann ich, weil er mir vergibt. Sehr cool. Also Kids, wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was haben die denn für komische Sachen in der Hand? Das sind alles verschiedene Schläger. Ja. Ein Beatschläger, ein Tennisschläger, ein Tischtennisschläger, Baseballschläger. Baseballschläger. Genau, und das sind unsere Symbole des Tages, und zwar alle Schläger. Genau, also zählt kräftig mit. Und wir sind schon gespannt, wer dann von euch nächste Woche gewinnt. Ja. Und jetzt geht's weiter mit unserer coolen Geschichte, mit dem Theater und allem drum und dran. Und du darfst gespannt sein. Wenn du nicht mehr weißt, was dran war,
Dann spring einfach zurück und schau dir das Theater nochmal an und dann mach weiter. Ganz, ganz viel Spaß. Schubidubidu. Lu, Lu! Philipp hat morgen Geburtstag und ich hab's voll vergessen. Oh Mann, was mache ich denn jetzt nur? Oh, ich habe kein Geschenk für Philipp und ich brauche ein richtig gutes, aber ich habe keine Idee. Wie wäre es, wenn wir ihm einen Kuchen backen und dann können wir währenddessen noch überlegen, was wir ihm als Geschenk machen? Oh, das ist eine richtig gute Idee. Also irgendwie 175 Grad steht hier nirgendwo, aber 200 Grad ist bestimmt genauso ähnlich. Dann ist der Kuchen bestimmt schneller fertig. So. Wir machen eine Blitzrunde. Wir schreiben einfach alles auf, was uns einfällt. Okay. Ein Fußballtrikot. Was riecht denn da so komisch? Der Kuchen! Feueralarm ausgemacht. Keine Sorge, es ist nichts passiert, es hat auch nichts gebrannt und es ist nur der verkogelte Kuchen. Ich meine natürlich verkogelte Kuchen. Aber geht's euch gut? Herr Dingster, was machst du denn hier? Herr Krimskrams, wenn ich bitten darf. Warte, Herr Krimskrams? Ist das nicht der, der euren Schatz klauen wollte? Das geht gar nicht. Und hier gibt's nichts zu klauen. Nur diesen verkokelten Kuchen. Was machst du überhaupt hier? Schatz klauen? Ich wollte doch keinen Schatz klauen. Nee. Und was machst du dann hier? Ich wollte nur mit Mu... Oh, ich wollte nur mit Mu-Re-Lu reden. Und das sollen wir dir jetzt glauben. Ja. Charlie, ganz ruhig. Schau, Herr Dingster hat uns doch gerade auch geholfen. Ja. Danke. Aber warum hast du uns eigentlich geholfen? Naja, ich habe da in dieser Bibel gelesen und da stehen ganz viele tolle Geschichten. Ich meine natürlich Geschichten drin. Und da habe ich gemerkt, ich habe mich nicht so gut verhalten. Und dieser Jesus, dem gefällt es auch nicht, wenn ich so einen Schatz klauen möchte. So einen Schatz klauen möchte. Und ja, dann bin ich hierher gekommen und plötzlich war hier alles voll mit Rauch und die Küche hat quasi gebrannt und ihr habt geschrien und ich musste da... Ich glaube nicht, dass sich ein Mensch einfach so schnell verändern kann. Das sagen sie bestimmt alles nur, um uns reinzulegen. Aber Charlie, schau, wenn man die Geschichten in der Bibel liest, kann das einen wirklich verändern. In der Bibel gibt es so viele Geschichten, wo sich Menschen verändern, nachdem sie Jesus begegnet sind. Ja, und ich erinnere mich, da war so eine Geschichte. Ich meine natürlich Geschichte. Und da war so ein Mann, der hieß doch Saulus. Paulus? Nein. Wie hieß der nochmal? Der hieß zuerst Saulus und dann Paulus. Ja, den meine ich. Warum ändert der Mann denn seinen Namen? Das haben wir mal im Kino gehört. Also ich glaube, das war so. Hi Kids. Ich bin der Saulus. Vielleicht kennt ihr mich auch als Paulus, aber mehr dazu später. Ich habe für euch die beste Geschichte meines Lebens. Also kommt mit und hört euch an, was ich zu erzählen habe. Ich war ein Pharisäer. Und zwar war ich Jude und einer der schlauesten Pharisäer. Und wisst ihr was? Ich habe auch von diesem Jesus gehört und den Leuten, die an diesen Jesus geglaubt haben. Und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Diese Menschen müssen vernichtet werden. Und so habe ich
von den höchsten Beamten Papiere bekommen, die mir die Erlaubnis gegeben haben, alle Christen zu vernichten. Dieser Jesus, habe ich gedacht, den gibt's nicht, den haben die erfunden und er ist nicht der Sohn Gottes. Also war ich auf dem Weg. Ich habe mein Pferd geschnappt und ein paar Leute und ich war auf dem Weg nach Damaskus. Und wisst ihr, was mir da passiert ist? Auf einmal kam ein ganz helles Licht und ich konnte gar nicht reingucken, weil es so hell war. Es hat mich so geblendet. Und dann kam eine Stimme vom Himmel, die gesagt hat, ich bin Jesus, warum verfolgst du mich, Paulus? Ey, ich war so geschockt und ich habe gedacht, was ist da los? Wie? Diesen Jesus, den gibt's wirklich? Ich bin hingefallen und ich habe gezittert und ich konnte nichts mehr machen. Ich war sogar blind. 3 Tage lang war ich blind. Und wisst ihr was? Die Stimme hat zu mir gesagt, hey, geh in die Stadt, geh in ein Haus und dort wird ein Mann kommen, der heißt Hananias und der wird für dich beten. Und wisst ihr was? Ich konnte nicht alleine laufen. Ich war so blind, dass ich mich nicht mehr orientieren konnte. Und dann haben mich ein paar Männer begleitet und ich bin in das Haus gegangen von einem christlichen Mann, der mich aufgenommen hat und dort habe ich gewartet auf den Hananias. Ich habe weder gegessen noch getrunken. Und als der Hananias kam, Gott hatte nämlich zu ihm gesprochen, dass er zu mir kommen sollte, hat er seine Hände auf mich gelegt und für mich gebetet und dafür gebetet, dass der Heilige Geist auf mich kommen würde. Kids, ich habe gehört, dass ihr auch den Heiligen Geist kennt und von ihm erzählt bekommen habt die letzten Wochen. Und dann kam der Heilige Geist auf mich und wisst ihr was? Ab dem Moment konnte ich wieder sehen. Ich habe mich verändert. Ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen. Jesus wurde mein bester Freund. Und wie ich gerade die Jacke ausgezogen habe, so hat sich mein Leben komplett verändert. Und ich war nicht mehr der alte Saulus, sondern ich war der neue Saulus. Und viele von euch kennen mich deswegen jetzt als Paulus, weil ich danach als Missionar überall auf der Welt unterwegs war, um von Jesus den Menschen zu erzählen. Kids, und das ist meine Geschichte. Ich, Saulus oder Paulus, bin durch Jesus und weil er mein bester Freund ist, komplett verändert geworden. Und statt gegen die Christen zu sein, bin ich für die Christen geworden. Was für eine geniale Geschichte. Ich bin begeistert für das, was Jesus in meinem Leben getan hat. Wow, das finde ich total abgefahren, wie Menschen sich verändern können. Paulus hatte auf einmal einen anderen Namen und er hat angefangen, die Christen, Freunde von Jesus, besser zu behandeln. Und Krimskrams hat sich auch verändert. Krimskrams, der ja eigentlich die Lu entführt hat, kam vorbei, um sich bei ihr zu entschuldigen. Das finde ich total abgefahren, was da passiert ist. Krimskrams und Paulus, die haben Jesus kennengelernt und dann haben die beiden gemerkt, oh Mann, da gibt's echt einiges, was die beiden tun, was Jesus überhaupt nicht gefällt und das wollten die beiden verändern. Ich bin auch ein Freund von Jesus und vielleicht hast du auch irgendwann mal gesagt, dass du ein Freund von ihm sein möchtest. Und weil Jesus mein Freund ist, mein bester Freund, möchte ich gern so leben, wie es ihm gefällt. In der Bibel gibt es einen Bibelvers in Römer 12, Vers 2. Und da steht, und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Manchmal tue ich Dinge, die Jesus überhaupt nicht gefallen. Zum Beispiel unzufrieden. Da gibt es mal wieder Brokkoli zum Mittagessen. Ich mag überhaupt kein Brokkoli und ich meckere meine Mama an und sage, Mann, Mama, schon wieder sowas Doofes gekocht. Überhaupt gab es schon lange keine Spaghetti mehr. Stopp. Gefällt Jesus diese Unzufriedenheit, wenn ich das T-Shirt Unzufriedenheit anhab? Nein, ich glaube nicht. Jesus möchte, dass du dankbar bist, dass du das T-Shirt mit der Unzufriedenheit ausziehst und die Dankbarkeit ansiehst. Jesus möchte dich verändern. Vielleicht hast du aber auch ein anderes T-Shirt manchmal an. Das T-Shirt mit der Ungeduld. Vielleicht darfst du manchmal am Abend Fernsehen gucken oder am Tablet spielen.
Aber das geht manchmal ganz schön lange und vielleicht kennst du das, dass du dann immer wieder zu deiner Mama hinrennst und sagst, ach Mama, komm bitte, ich möchte doch jetzt schon Fernsehen schauen, ich kann doch jetzt schon Tablet spielen, das macht doch gar nichts. Und wie lang noch? Und ach komm, jetzt schon so ein bisschen früher und stopp. Gefällt das Jesus, wenn wir so ungeduldig sind? Ich glaube nicht. Jesus wünscht sich, dass wir ein anderes T-Shirt anziehen. Jesus wünscht sich, dass wir die Ungeduld ausziehen und die Geduld anziehen. Wenn die Mama gesagt hat, dass du am Abend Fernsehen schauen darfst, dann muss man vielleicht ein bisschen geduldig sein und einfach warten. Und Jesus wünscht sich das, dass du geduldig wirst. Er möchte dich da verändern. Vielleicht kam dein Bruder oder deine Schwester schon mal in dein Zimmer, ohne zu klopfen und hat die ganzen Stifte durcheinander gebracht, vielleicht sogar das selbstgemalte Bild kaputt gemacht. Da kann man ganz schön wütend werden. Ich würde auch ganz schön wütend werden. Und dann kann man das doch auch dem Bruder und der Schwester zeigen, die vielleicht anbrüllen oder auch die Sachen kaputt machen. Und stopp! Gefällt das Jesus, wenn ich Streit anhabe und mich mit meinen Geschwistern streite? Ich glaube nicht. Jesus wünscht sich, dass wir freundlich zueinander sind. Jesus wünscht sich, dass wir raus aus dem Streit-T-Shirt gehen und in Friede anziehen. Jesus möchte, dass du freundlich zu anderen bist, ohne sofort zu streiten, gemeine Dinge zu sagen. Jesus möchte dich verändern. Welches T-Shirt hast du denn an? Was machst du manchmal, was Jesus überhaupt nicht gefällt? Wenn du keine Idee hast, dann kannst du bestimmt auch mal deine Mama fragen. Vielleicht kann sie mit dir zusammen überlegen, was Jesus verändern möchte, wo Jesus sich was wünscht von dir, dass du ein anderes T-Shirt anziehst, dass du zum Beispiel freundlich bist und Friede anhast, als immer nur zu streiten mit deinen Geschwistern. Oder du kannst auch den Heiligen Geist fragen. Ihn fragen, ob er dir im Kopf eine Idee geben kann, was du verändern kannst, dass du so leben kannst, wie es Jesus gefällt. Ich bete jetzt und lass immer wieder eine kurze Pause nach einem Satz, sodass du den Satz, den ich dir vorbete, gerne laut daheim mitbeten kannst. Danke, Jesus, dass du mich lieb hast und dass ich dein Freund sein darf. Es tut mir leid, Jesus, dass ich immer wieder Dinge mache, die dir nicht so gefallen. Bitte hilf mir, dass ich das verändern kann. Ich hab dich lieb, Jesus. Amen. Diesen Bibelvers, Römer 12, Vers 2, den kannst du gerne zu Hause auswendig lernen. Denk dir coole Bewegungen aus. Du kannst uns gerne auch ein Video schicken von den Bewegungen, die du dir ausgedacht hast. Denn dieser Bibelvers, der hilft dir, dich immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus dich verändern möchte. Er hat dich so, so arg lieb und er will, dass es dir gut geht. Und er weiß, dass zum Beispiel das T-Shirt mit dem Friede viel besser für dich ist als das T-Shirt mit dem Streit. Viel Spaß beim Auswendiglernen vom Bibelvers und in der Videobeschreibung steht nochmal die Stelle, an der du den Bibelvers findest. Also Jesus macht, dass sich Menschen verändern können, auch wenn sie vorher Sachen gemacht haben, die nicht so toll waren. Boah, das ist echt cool. Das heißt, jeder bekommt eine Chance, sein Leben zu verändern. Genau. Also, Herr Krimskrams, es tut mir echt leid, dass ich vorhin so gemein zu dir war. Und schon okay. Ich meine natürlich schon okay. Aber Charlie, was machen wir denn jetzt? Philipp hat morgen Geburtstag und wir haben immer noch kein Geschenk. Und jetzt haben wir noch nicht mal einen Kuchen. Mann, ja. Vielleicht mag Philipp ja auch den Geschmack von Verbranntem. Ja, toll. Wir sind ja mal gute Freunde. Noch nicht mal einen Kuchen backen können wir für Philipp. Oh, nein. Moment, wartet. Ich hab hier. Nimm doch einfach den Kuchen. Ja. Danke. Aber wo hast du den denn so schnell hergezaubert? Ja, den hab ich gebacken als Entschuldigung dafür, dass ich den Schatz klauen wollte. Oh, supi, dann haben wir jetzt doch noch einen Kuchen. Der Geburtstag kann doch noch gut werden. Danke, Herr Krimskrams. Und ein
Geburtstagsgeschenk für Philipp finden wir bestimmt auch noch. Ich kenne da nämlich so einen Laden mit so ganz viel Zeug drin. Dies und das. Du meinst mit ganz viel Krimskrams drin, ne? Was ist denn Krimskrams? Was hat denn das mit meinem Namen zu tun? Na egal, kommt mit. Ich zeig euch, wo dieser Laden ist. Kommt. Hier, Windzieher. Ich meine natürlich, hier sind wir. Kommt, Kinder, kommt rein. Hier gibt es alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und hier finden wir bestimmt ein Geschenk für... wie heißt du nochmal? Der Philipp, genau. Und schau mal, jetzt schön erwähnt. Aber ich glaube nicht, das ist bestimmt der Philipp. Ja, genau. Was? Schaut euch das an! Lupin Louis, kennt ihr das hier? Cool. Jetzt müssen wir in die Tuffe und... So, hier geht's um Chip. Hier geht's um Chip. Oh, hey! Nein! Krass, was ist das? Schau mal! Corinna, was ich mich schon immer mal gefragt habe, was ist eigentlich dein Lieblingsschläger? Also ich liebe Tennis spielen, deswegen ist der Tennisschläger mein Lieblingsschläger. Tennisschläger. Ja. Was ist denn dein Lieblingsschläger? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, Golfen war ich schon mal, das hat Spaß gemacht. Federball hat schon mal Spaß gemacht. Hockey hat schon mal Spaß gemacht. Wie macht Spaß? Mit vielen Schlägern. Macht wohl alle Spaß. Ja. Genau, und genauso spaßig geht's mit was weiter? Mit Markus natürlich, unserem alten Spielespaßmaster. Fragen wir ihn mal nachher vielleicht, was ihm so Spaß macht. Und jetzt spielen wir Flaggenraten. Ihr seht gleich eine Flagge eingeblendet und ihr müsst raten, was das für eine Flagge ist. Und auf geht's! Oh, was ist denn das für eine Flagge? Das ist noch ziemlich einfach. Genau Deutschland. Und die nächste kommt. Vielleicht noch fast genauso leicht. Die Schweiz. Und als nächstes. Richtig, Österreich. Oh, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir haben die USA. Und jetzt wird es richtig hart. Boah, wer kann das wohl? Wer weiß das, was das ist? Es ist ein Land in Afrika. Im südlichen Afrika, Sambia heißt das Land. Und jetzt noch ein Land, das liegt in der Nähe von Indien. Es ist Bangladesch. Und jetzt als letztes Land, was suchen wir jetzt noch? Es liegt ganz, ganz, ganz genau am Äquator in Südamerika. Und es ist Ecuador, genau. Vielleicht kennst du die Länder gar nicht alle. Dann schau doch jetzt zu Hause mal in deinem Atlas oder in deinem Globus nach oder im Internet, wo diese Länder liegen. Und wenn du magst, kannst du heute sogar noch eine Fahne malen von deiner Familie. Eine Familienfahne. Viel Spaß damit. Bleib dran. Hallo, it's me! Markus, heute spielen wir Super Mario. Super Mario geht so, ihr seid Super Mario und Super Mario rennt und sammelt Sterne und springt auf Feinde drauf. Und das werden wir tun. Ich mach's vor, ihr macht's nach. Und ganz am Schluss kommt der übelste, krasse Gegner Bowser und auf Bowser hüpfen wir 10-mal drauf, okay? Seid ihr bereit?
Alles klar, dann geht's los. Let's go! Und Gegner! Und weiter geht's. Und Bonuspunkt. Und Gegner. Und Bonuspunkt. Und Gegner. Und weiter. Und Bonuspunkt. Und zwei Bonuspunkte hintereinander. Eins, zwei. Und weiter geht's. Und zwei Gegner. Eins, zwei. Und ein bisschen Tunnel. Tränen im Tunnel. Tränen im Tunnel. Andersrum Tränen im Tunnel. Pause im Tunnel. Und Action im Tunnel. Und wieder raus aus dem Tunnel. Oh, ganz schnell, ganz schnell. Drei Bonuspunkte. Eins, zwei, drei. Und da hinten sehe ich schon den Endgegner. Wie oft müssen wir drauf hüpfen nochmal? Stimmt, zehnmal. Also seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt dran. Ha. Wow. Wow. Nochmal. Wow. Achtung. Wow. Haha, Corinna. Ich hab gedacht, dein Lieblingssport wäre Tennis. Ich glaube, dein Lieblingssport wäre Spielen. Ach, das ist doch kein Schläger, das ist eine Frisbee. Ja, okay. Kids, Kigo ist leider schon wieder rum. Auch die Ferien sind schon zur Hälfte wieder rum. Wie geht's denn euch so in euren Pfingstferien? Könnt ihr sie genießen? Ihr könnt uns auch gerne mal Bilder schicken, was ihr so noch in Ferien gemacht habt, was ihr so unternehmt, wie es denn so ist ohne Hausaufgaben und allem. Ja. Genau, und ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diese Woche. Wir fanden es richtig cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir freuen uns natürlich auf eure Antworten. Und geht auch mal unten bei uns in die Videobeschreibung, da haben wir ganz viele Mal- und Bastelideen und ganz viele Informationen noch. Also, klickt runter und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis bald. Raffi? Ja. Nicht zu beten. Ja, ja. Danke, Corinna, dass du mich erinnerst. Ich bete noch und du darfst mitbeten. Danke, Jesus, für diesen Online-Kigo wieder. Danke für alles, was Marina und Daniela erzählt haben. Danke, dass du dabei warst. Und jetzt, Jesus, danke, dass du auch mitgehst in die letzte Ferienwoche. Segne du alles, was dort passiert. Amen. Amen. Also, wir sehen uns. Raffi, ich hab was für dich. Komm mal her. Okay. Weißt du was? Wir probieren jetzt mal aus. Geh mal ein bisschen runter. Aha. So, gib dir da ein Bällchen so drauf. Aha, und jetzt? Was willst du ausprobieren? Und zwar, ich kann richtig gut zielen. Du vertraust mir doch, oder? Ah. Ich schlag dir das jetzt vom Kopf. Oh, danke. Aber natürlich nur den Ball. Ach so, ja. Okay, warte, ich muss mal gucken, ob das... Oh, okay. Okay, ja, ich krieg's hin. Ah, lieber, komm.